So, auch wenn das für die Teilnehmer nicht so gemütlich war, kommen wir jetzt hier ein bisschen zum gemütlichen Teil des Abends. Ihr habt heute den ganzen Tag Zertifizierung gemacht. Wie viele Teilnehmer hattet ihr? Wir hatten nicht den ganzen Tag Zertifizierung, Gott sei Dank, sondern nur 1,5 Stunden. Und wir hatten 11 Teilnehmer. Und das waren diesmal Zertifikate für einen Editor, für einen Integrator und für einen Developer. Leider diesmal kein Consultant dabei, aber das wird sich sicherlich ändern. 11 Leute. Okay, du darfst jetzt nicht drüber sagen, wie viele bestanden haben. Ihr habt es ja auch gar nicht ausgewertet, denke ich mal. Ich habe schon angefangen auszuwerten. Es fehlen noch 3, 4 Stück. Ich denke mal, ich werde die Ergebnisse morgen veröffentlichen, weil die Leute, die nicht bestanden haben, unter Umständen hoffentlich keiner. Wir werden natürlich dann ihr Camp dann vielleicht nicht so in guter Erinnerung haben werden. Aus dem Grund, heute werden die Korrekturen gemacht, heute Abend vorm ins Bett gehen, morgen geht die E-Mail raus am Ende des Camps. Somit geht dann jeder nach Hause mit der Gewissheit, habe ich bestanden oder nicht. Und das Zertifikat geht dann wahrscheinlich noch diesen Monat raus. Wie viele Fragen haben die Tests in der Zertifizierung ungefähr? Also es ist ja wahrscheinlich pro Gruppe unterschiedlich, aber... Richtig. Also wir haben aktuell für den Integrator und für den Developer haben wir 75 Fragen mit 1,5 Stunden Zeit, um diese zu beantworten. Für den Editor sind es 50 Fragen und für den Consultant 40 Fragen. Diese beiden, die haben aber dann jeweils nur 1 Stunde Zeit. Das reicht aber im normalen Fall. Ich muss auch sagen, die meisten Leute sind auch weder aufgeregt, noch irgendwie haben Angst davor. Die nehmen wir. Ganz wichtige Message ist, neben den Antworten gibt es die Anzahl der richtigen Antworten, der Kreuzchen, die man setzen muss. Und inzwischen hat sich das schon sehr gut bewährt, dass die Leute die richtige Anzahl reingesetzt haben. War gut. Jetzt gibt es aber trotzdem immer eine relativ hohe Durchfallquote, was ja auch seinen Sinn hat. Also es ist ja nicht das Ziel, dass 100% aller Teilnehmer mühelos zertifiziert werden können. Das ist richtig. Die Qualität hat sich um einiges gesteigert. Wir haben einen Workflow. Der Workflow kommt aus dem Education Committee. Dort gibt es mit Kooperation von Skill Display werden Fragen entsprechend zusammengestellt. Die werden dann ausgewertet. Es kommt dann die GmbH, die macht ein Review über diese Fragen und dann kommen die wieder zurück. Und somit haben wir einen ganzen Pool an Fragen. Je Zertifikat haben wir circa zwischen 100 und 150 Fragen. Und über einen Algorithmus, über eine Software werden dann diese Exams dann erstellt, generiert und somit gibt es dann zu jedem Camp, zu jedem Exam ein neues Exam. Und die Fragen werden auch randomized. A/B-Tests haben wir auch an der Stelle und das wird vollautomatisiert generiert. Und somit ist es dann wirklich Glückssache, ob mal ein Exam leichter wird oder schwieriger wird. Das heißt, die Fragen, die sind dann vollautomatisiert randomized. Aber wenn es zu leicht wäre, wäre natürlich die Qualität der Zertifizierung auch nicht mehr zu gebrauchen. Definitiv. Das ist genau das, was wir machen wollen. Wir möchten nicht, dass Typo 3 an der Stelle an Qualität einbüßt, sondern die Leute, die sich damit beschäftigen, die sollen an der Stelle auch ihr Zertifikat bekommen, müssen natürlich dann auch Wissen haben. Es kommt keiner rein in ein Examen, der noch nie das Backend gesehen hat. Der würde auch bestimmt durchfallen. Hatten wir sogar schon mal vor einiger Zeit, dass Leute zum ersten Mal reinkamen, einen Editor machen wollten, sind natürlich durchgefallen, weil im Grunde genommen 90% der Fragen nicht beantwortet werden konnten, weil sie einfach keine Erfahrung im Backend hatten. Hat sich die Nachfrage verändert, sowohl auf der Seite der Teilnehmer als auch bei den Agenturen, die verstärkt nachfragen, dass Bewerber eine Zertifizierung haben? Das hat sich auf jeden Fall gesteigert. Deswegen bieten wir auch auf allen Camps diese Zertifikate an die Zertifizierungen. Neben den Camps gibt es ja die Certification und neben der Certification gibt es dann auch noch Inhouse-Zertifizierungen, die man bei der GmbH bestellen und machen kann. Dann fährt dann einer vom Certification-Team, fährt dann entsprechend dorthin und macht dann die Zertifikate vor Ort. Also die Nachfrage hat sich auf jeden Fall gesteigert. Das merkt man auch in den Pitches oder in Kundengesprächen. Die Kunden werden schlauer, die beschäftigen sich mit Typo 3 und fragen dann auch gezielt nach, wie viele Editoren habt ihr, wie viele Consultants habt ihr, Developer. Und ich würde sagen, sie sind auf jeden Fall sensibilisierter als früher. Die Möglichkeit, die Tests bei euch zu machen in regelmäßigen Abständen, gibt es aber noch nicht. Oder geschweige denn, dass man sogar online so einen Test machen könnte, wie es bei anderer Software zum Teil angeboten wird. Das gibt es noch nicht. Wir sind dabei, das zu entwickeln. Wir sind schon recht weit. Das wird an der Stelle mit Glassmarker gemacht und mit Proctoring. Plan ist das, zeitnah zu machen
Ob das dieses Jahr noch klappt, werden wir dann mal sehen. Wir wollen uns noch keine Deadline setzen, aber es wird einen Workflow geben, dass man über die T3O-Seite sich ein Zertifikat kaufen kann. Dann wird man sich einen Termin setzen können bei Classmarker und ProctorU. Man wird dann auch entsprechend über eine Webcam wird man dann getrackt, um dann zu prüfen, hat der vielleicht geschummelt oder gab es irgendeine Disruption an der Stelle. Man wird online den Test ablegen können, bekommt sofort das Ergebnis. Und wenn wir dann das Ergebnis von ProctorU an der Stelle, also dieses Proctoring, auch bestätigen, dass alles in Ordnung war, dann hat der Teilnehmer dann auch bestanden. Wie viele Teilnehmer bestehen im Jahr ungefähr in den einzelnen Kategorien? Also wie viele neu zertifizierte User gibt es? Die genaue Zahl kann ich dir auch nicht mal sagen. Man sieht die ganze... Pro Camp haben wir so durchschnittlich zwischen 10 bis 20 User, die sich anmelden. In unterschiedlichen. Also manchmal sind es wirklich nur Editoren, manchmal sind es sehr viele Developer. Zum Beispiel auf den Dev Days sind es meistens Developer. Auf der Con waren es primär Consultants und Editoren. Das kommt dann immer auf das Camp oder auf das Event an. Wenn ich jetzt eine Zertifizierung gemacht habe, die gilt ja nicht auf Lebenszeit. Was hat die für eine Lifetime? Vollkommen richtig. Wir hatten früher eine Lifetime von 3 Jahren. Und man konnte sich auf der Certification jedes Jahr neu rezertifizieren. Das hat sich seit endlos, oder? Richtig, endlos. Das hat sich seit dem 1. August 2018 geändert. Das heißt, ab 1. August, alle Zertifikate, die dann gemacht werden, sind 2 Jahre gültig. Und auf der Certification, wenn man diese besucht und die Mandatory Talks besucht, dann kann man allerhöchstens einmal das Zertifikat verlängern. Das hat damit, also die Gründe dafür sind vor allem Qualitätssteigerung, dass wir nicht wollen, dass Leute, die mit einer 4-5-Zertifizierung jahrelang nach außen Typo 3 präsentieren und sagen, ich bin ein zertifizierter Integrator und eigentlich dass die Kenntnisse von 4-5 Punkten haben, obwohl wir gerade eben die 8er, 9er, 10er LTS haben. Aus dem Grund 2 Jahre und einmal verlängern. Womit das ja auch insgesamt natürlich dann teurer wird. Wo liegen die Kosten im Moment für die Zertifizierungen? Wir unterscheiden da an der Stelle für SOC-Mitglieder und Nicht-SOC-Mitglieder. Das heißt, SOC ist die Association. Vollkommen richtig, die Typo 3 Association. Das heißt, wenn die Agentur oder der Freelancer ein Association-Mitglied ist, die Freelancer können schon für 7,36 Euro für ein Big Mac-Menü Mitglied sein. Dann kostet die Editoren-Zertifizierung 99 Euro aktuell. Die Developer und Integrator kosten 150 Euro für SOC-Mitglieder und 200 für Nicht-SOC-Mitglieder. Und der Consultant kostet 390 Euro für SOC und 450 für Nicht-SOC-Mitglieder. Das ist der aktuelle Stand. Das wird sich sicherlich ändern, wenn wir dann die Online-Zertifizierung machen werden, sodass wir ein bisschen unterscheiden können, okay, gehen die Leute auf die Camps, weil dort wollen wir die Leute haben, oder gehen die Leute vielleicht online. Das heißt, dafür wird es noch einen Workshop geben und eine Preispolitik werden wir uns überlegen. Wird sicherlich teurer sein als die Zertifizierung auf dem Camp, weil da wollen wir die Leute haben. Okay, dann wollen wir hoffen, dass wir viele neue qualifizierte und zertifizierte Typo3-User in der Gemeinde haben. Und erstmal vielen Dank, Tom Nowotny von der Typo3 GmbH. Sehr gerne. Vielen Dank auch.